Ja, hallo meine Freunde des konsequenzdisziplinierten Eisensports. Wir haben heute ein weiteres Video und wie ihr sehen könnt, bin ich hier noch so halb im Bett liegend. Ich bin gerade aufgewacht und habe euch ja versprochen, ich nehme euch jetzt nochmal an einem Diättag mit. Der Tag gestern nach dem Wettkampf war auch schon ziemlich lang, weil ja, ich habe noch ordentlich nach dem Flug Volumen geschoben. Gestern Brust, Schultern trainiert. Heute ist dann Rücken, Arme dran und ich hoffe, ich kann dann den Folgetag wieder Beine trainieren, weil Beine sind noch gut im Arsch. Der Knicker hat noch gut Muskelkater, sag ich mal. Und ich muss jetzt halt ordentlich Volumen schieben, weil wir haben natürlich nicht mehr so viele Einheiten, richtige Einheiten, die wir bis zu den nächsten Wettkämpfen, besonders jetzt erstmal in Los Angeles, absolvieren können. So, und dann müssen wir natürlich zwischendrin mal einen ordentlichen Reiz wieder setzen, die Muskulatur ein bisschen überfluten, ein bisschen überreizen, um halt die Muskelmasse entsprechend aufrechtzuerhalten, weil kurz vorm Wettkampf trainierst du halt nicht mehr so endlos hart rein, weil ansonsten sind dann halt deine Beine dicht oder deine Brust dicht und kriegst vielleicht nicht mehr so richtig Spannung drauf, etc. Außerdem habe ich noch bis spät in die Nacht das Europameisterschaftsvideo geschnitten, weil ich das möglichst schnell fertig machen wollte, um euch das zur Verfügung zu stellen, weil es macht ja keinen Sinn, wenn das dann erst 2 Wochen später kommt, für euch natürlich dann auch einigermaßen zeitnah mitnehmen bei solchen Geschichten, wenn ihr natürlich nicht selbst vor Ort sein könnt. Yes, dementsprechend geht es jetzt aber auch gleich weiter. Gleich geht es erstmal zum Training, es müssen Schritte reingehauen werden. Es gibt vorher noch nichts zu essen. Das gibt's erst danach. Und dementsprechend werde ich mich jetzt so langsam aufrichten. So, ja, was bedeutet Diättag? Natürlich viele Schritte. Und da ich ja gesagt habe, ich nehme euch mit, gehen wir jetzt mal eine Runde. Was bedeutet viele Schritte? Es sind ungefähr 20.000. Also ich versuche mich zumindest wieder auf 20.000 in etwa zu limitieren. Ich lag zuletzt vor der Europameisterschaft meistens deutlich drüber. Das heißt, ich war irgendwo bei 25.000 bis 30.000 Schritten in der Regel. So, wir marschieren jetzt auf jeden Fall zum Training ordentlich noch eingepackt, damit ich mir bei 6 Grad nichts weghole. Ist natürlich jetzt ein bisschen assi, dass jetzt so, ja, die Kette jetzt so ein bisschen eingebrochen ist. Ich glaube, es soll jetzt auch die Tage noch 1 Grad werden. Naja, wie dem auch sei, das nehmen wir mit. Und dann geht es auf jeden Fall erstmal ins Rückentraining. Da ich gestern noch relativ spät gegessen habe, gibt es heute auf jeden Fall nichts vor der Trainingseinheit. Als ich noch gearbeitet hatte, war es natürlich in der Regel ein bisschen anders. Aber seit ja, nunmehr 2 Wochen habe ich Urlaub. Dementsprechend kann ich mir das selber ein bisschen besser auch einteilen. Und manchmal gefällt es mir dann eher morgens gleich zum Training zu gehen und dann im Nachgang ja, mir quasi mein wohlverdientes Mittag abzuholen. Und dann habe ich meistens auch schon einen Großteil der Schritte drin. Das heißt, ich kann mich dann im Verlauf der Zeit viel mehr um Orga-Kram kümmern, was jetzt zuletzt auch für Bukarest anstand, die nötigen Besorgungen machen. Um halt, ja, ich habe immer ganz gerne alles beisammen. Wenn ich denn schon irgendwo in die Richtung Wettkampf gehe und ja, will dann halt meistens nicht alles erst vor Ort besorgen. Und natürlich ordentlich Organisation steht noch für die USA an. Vielleicht nochmal 1-2 Worte, was hochvolumiges Training bedeutet. Also beispielsweise von unserem Rücken-Arme-Training, was ich heute absolviert habe, heißt es, dass ich
24 Sätze für den Rücken gemacht habe. Davon hatte ich heute einen entsprechenden Fokus auf die Traps. Das bedeutet, die gute Hälfte davon ging auf jeden Fall auf Ruderübungen über und die andere Hälfte dann entsprechend Latissimus, oben, unten, großer Rundmuskel, hast du nicht gesehen. Für die Arme bedeutet das, dass ich bei 13 Sätzen lag, jeweils, also Bizeps, Trizeps, und das werde ich dann gegebenenfalls nochmal einen kleinen Ticken zum Ende, also kurz vor der Peak Week, nach oben schrauben. Overall wäre das natürlich ein bisschen zu viel. Wie gesagt, ich will das Ganze ein bisschen überreizen, weil man natürlich dann im Entladen bzw. an den Ladetagen dann nur noch diese Pump-Sessions durchführt, die ja keinen Reiz mehr setzen. Deswegen muss der maximale Reiz dann vorher gesetzt werden. Und das schafft man nur mit hohem Volumen, mit asozialem Volumen. So, wie sieht das Ganze mittags denn zum Beispiel aus? Also, ich habe eigentlich immer meinen Standardsalat. Das bedeutet Kopfsalat, Eisbergsalat, vielleicht ein bisschen Feldsalat oder gemixter Salat. Alles immer von der Rewe Center Theke. Also wir haben im Rewe Center so eine ordentliche Salatbar und da gibt es halt immer das Gleiche. So, dann habe ich immer 1 bis 1,5 Eier aktuell noch drin. Bisschen Mais, also 30 Gramm Mais in etwa. Dann 30 bis 50 Gramm Thunfisch. Dann 100 Gramm Paprika. Eine ordentliche Portion Pfeffer. Also ich habe sehr, sehr viel mit Pfeffer jetzt in der Diät gearbeitet. Ist natürlich auch immer ganz gut für die Verdauung, muss man halt auch sagen. Peppt so ein bisschen das Essen auf. Und ich raste halt nicht so mit dem Salz aus. Ne? Das ist halt immer so eine Geschichte. Wenn du mit dem Salz so ausrastet über den Diätverlauf, und das machen die meisten, weil sie halt einfach mal versuchen, noch ein bisschen mehr Geschmack rauszuholen, dann kann das natürlich zu argen Formschwankungen führen. Und die argen Formschwankungen, Alter, ist so kalt, ich kann kaum reden, ey. Die argen Formschwankungen führen dann natürlich wieder dazu, dass du deinen Kopf fixst, was so den Fortschritt angeht, was so die Vergleichbarkeit angeht. Deswegen, Pfeffer ist auf jeden Fall eine gute Geschichte. Ja, da gibt es noch einen Schuss Olivenöl dazu, 1 bis 2 Milliliter, und dann war es das auch schon. Ja, und eine Eiweißriege gibt es, beziehungsweise 2, je nachdem, wie das Setup denn so an dem Tag ist. Ob ich mir den jetzt aus dem Rewe hole oder einen Probar nehme oder einen aus dem DM, das wechselt eigentlich immer so ein bisschen durch. Meistens habe ich dann meinen Kaffee dazu und einen Ingwer-Shot, und das war dann so das Mittags-Setup. Und da kommt man dann in der Regel auf eine ausreichende Menge an Eiweiß, und dann gibt es den Großteil eigentlich nur noch am Abend. Ein Großteil ist natürlich bei 1800 Kilokalorien immer ein bisschen relativ, aber wir reden ja hier auch so ein bisschen vom Volumen. Das ist so eine Geschichte, wo ich auch meinte, bei den Entladetagen fällt so ein bisschen das Volumen raus, weil man halt auch nicht mehr so viel Gemüse drin hat, und das Gemüse, das kommt dann in der Regel zum Abend hin mit Fleisch, also Huhn oder entsprechend Rind, Rinder-Tatar oder ja, Chicken-Filet-Stücken. Hier 200 bis 250 Gramm und dann entsprechend 400 bis 500 Gramm Brokkoli, 200 bis 300 Gramm Bohnen und ein bisschen französische Gemüsepfanne aktuell, also auf die stehe ich noch am meisten. Die wurde jetzt auch so ein bisschen reduziert. Das waren jetzt meistens noch 150 Gramm, damit es passt. Dann Kürbis. Kürbiszeit. Ich glaube, die ist jetzt auch so langsam dann am Auslaufen. Muss ich auch gleich nochmal gucken, dass ich dann vielleicht nochmal ein Butternut oder ein Hokkaido gegriffen bekomme. Und auf Kürbis, also es war auf jeden Fall ein guter Move, auf Kürbis zu gehen jetzt in der Zeit. Das sind jetzt noch 300 bis 400 Gramm, die immer drin sind. Eher 300 Gramm nur noch. Also wir machen die
Pfanne warm und dann entsprechend mixen wir die einmal durch, damit überall so ein bisschen Öl dran ist, und dann geht's ab damit in den Ofen. Ist eine ganz geile Geschichte und absolut unkompliziert. Und die, die mich schon länger verfolgen, wissen, ich bin ein Freund der Pragmatik. Es muss einfach sein, es muss einigermaßen solide schmecken. Meine Ansprüche sind nicht allzu groß und es muss funktionieren, ne? Also Makronährstoffe, Mikronährstoffe müssen passen, die Diversifikation muss passen, soll alles drin sein, weil ich will ja in bestmöglicher Form kommen und nicht, ja, meine Diät möglichst schmackhaft durchgestanden haben, wie auch immer. Auch wenn das natürlich immer schön ist, wenn man das so hinbekommt. Aber Hauptfokus ist immer, Hauptsache, das funktioniert, ne? Ich bin halt hart von den ursprünglichen Barbecue-Soßen auf Low-Carb-Soßen umgestiegen. Da habe ich so einen Indian Curry, das ist ganz geil. Curry-Ketchup und halt auch eine Barbecue-Soße, die feiere ich ganz gut. Dadurch, dass ich die sehr umfangreich benutze, würze ich dann entsprechend mein Gemüse nicht, um auch hier vom Salz wieder nicht so hoch zu schießen, ist dann auch einfach nicht notwendig in dem Falle. Ne? Dementsprechend, wenn man da so 2,5 Gramm pro 100 Milliliter hat, dann nimmt man ein bisschen was, vielleicht nimmt man mal 40 oder 50 Milliliter, dann hat man halt trotzdem nur 1 bis 1,5 Gramm vielleicht am Ende des Tages drinnen mit der Mahlzeit nochmal extra. In den Pfannen ist ja auch immer noch so ein bisschen was, also in der französischen Pfanne dann im Endeffekt. Und dann passt das auch vom Salzkonsum für die entsprechende Mahlzeit. Ja, wer aufmerksam zugehört hat, weiß ja, dass ich auch immer noch eine Kiwi mit am Start habe und Beeren in letzter Zeit 100 bis 150 Gramm. Wie gesagt, die Mengen hängen manchmal immer so ein bisschen davon ab, wie viel habe ich jetzt beim Mittag genommen. Habe ich 30, 35, 40, 50 Gramm Thunfisch genommen? Habe ich ein bisschen mehr Paprika? Habe ich den Mais weggelassen? Wie auch immer, das sind so immer so kleine Änderungen, die ich dann halt entsprechend justiere. Aber grob ist das immer das Gleiche. Ne? Genau. Zu den Beeren und zu meinem Quark. Also ich mache mir jetzt hier den MyGains Fake Milchreis. Ich hoffe, viele meiner Zuschauer hier auf YouTube zumindest. Auf Instagram musste ich ja feststellen, dass viele den noch gar nicht kennen. Kennen den MyGains Fake Milchreis. Also gemacht aus entsprechend Quark, aus Königin Frischkäse, vielleicht noch ein bisschen Wasser dazu und dann eine Kombination, wie man es mag, ob mit Whey oder entsprechendem Geschmackspulver. Bei mir ist es jetzt eigentlich nur Geschmackspulver, weil alles andere passt halt einfach, ja, makronährstofftechnisch leider Gottes nicht mehr rein. Ansonsten habe ich gerne das Banane Whey genommen, das fand ich immer auf jeden Fall am geilsten, aber jetzt ist es halt einfach nur so ein Low-Carb-Geschmackspulver. Ihr könnt natürlich auch Flavor Drops nehmen. Das ist ein Fake-Milchreis, weil die Konsistenz einfach mit diesen Stückchen vom König Frischkäse gepaart mit dem Quark und mit einem bisschen Geschmack dann einfach für jemanden, der nicht weiß, dass es kein Milchreis ist, und wenn du ihm das mit verschlossenen Augen geben würdest, der könnte denken, dass es so ein fertiger Milchreis halt, ne? Zumindest mit ein bisschen Vorstellungskraft. Ja, das heißt hier 500 Gramm Quark, 200 Gramm Königer Frischkäse, entsprechend Geschmackspulver, und dann sind wir auch schon fast durch. Dann gibt es noch ein bisschen Fischöl, ein bisschen ZMA als Ergänzung,
und dann haben wir die Kalorien auch schon voll. Nun könnte ja manch einer fragen, Patrick, warum diätest du denn jetzt eigentlich noch so hart weiter und prügelt sich mit den Schritten, die Form passt doch. Ja, das ist grundsätzlich richtig. Da kommen bloß körperliche wie auch psychologische Komponenten dazu, die mich dazu treiben, jetzt die Diät mit 1,8 so weiterzufahren, um dann folglich Mitte der Woche, also jetzt am Mittwoch, nochmal einen Refeed zu machen, um dann entsprechend mein Diätgeplänkel, wie ich es letzte Woche hatte, oder beziehungsweise die Woche davor schon mit dem Refeed eingeleitet, wieder genau so nachzubilden, wie ich es zuvor gemacht habe. Das hat den Vorteil, die Hinarbeitung auf den Refeed, die gibt mir immer unglaublich viel Kraft. Ne? Also ich arbeite gerne auf Zwischenziele hin, die ich mir setze, und so ein Refeed, der einfach nur geil ist für dich selbst, dann weißt, boah, da kannst du ja ganz geile Sachen fressen, weil da muss ich dann nicht so hart auf Salz etc. achten, sondern vielmehr natürlich aufs Fett, aber da bin ich in der Auswahl ein bisschen freier und das ist halt einfach ein Genuss. Das spornt einen unglaublich an. Und diese Kopfgeschichte, wenn du weißt, boah, jetzt steht der Refeed an, dann ist es teilweise so, als hättest du vom Feeling her nie diätet, weil dich das so krass antreibt, wodurch quasi die Diättage weniger ein Problem sind, sowohl von der ganzen Bewegung, vom Durchhalten, von der körperlichen Arbeit, die zu verrichten ist, beim Training. Und das funktioniert einfach für mich sehr, sehr gut. Zusätzlich muss man sagen, Refeeds funktionieren für mich sehr, sehr gut, dass ich meinen Stoffwechsel, meine ganze Körperapparatur, mein Need etc., damit das alles oben gehalten wird. Man sieht das auch ganz gut an meinem Ruhepuls, der jetzt deutlich höher ist, diese Diät. Auch mit den Diet Breaks, mit den häufigeren Refeeds als in der letzten Wettkampf-Prep. Also der ist im Tiefpunkt mal kurzzeitig auf 46 gesunken, war jetzt immer 47, teilweise 48. In der letzten Prep lag ich bei 40, 41, war deutlich mehr geredet. Und ich sag mal, formtechnisch und muskelmassetechnisch brauchen wir, denke ich mal, nicht drüber reden, dass ich ganz gut dastehe und um Welten besser auch als 2016. Und das sind natürlich immer viele Erfahrungswerte, die mit einfließen. Es ist nicht so, dass für jeden funktionieren muss zu refeeden. Viele haben auch ein Problem, dann wieder reinzukommen. Ne? Also in die Diät, wenn sie ein bisschen was Süßes gefressen haben, bockt mich überhaupt nicht. Überhaupt keine Cravings. Das gibt mir eher noch Ansporn, dann an den Folgetagen auch nach dem Refeed noch viel asozialer durchzuhauen. Also ich bin da so ein bisschen psychomäßig veranlagt, dass ich dann vorher und nachher immer noch gut härter gehen kann und mein Körper das auf jeden Fall mitmacht und ich dann den Refeed vollends genießen kann. Das bedeutet also, nach dem Refeed habe ich noch 2 tiefe Tage wieder von den Kilokalorien und dann geht es auch schon in die Entladetage wieder rein. Die Frage kam jetzt noch ein, zwei Mal, warum überhaupt entladen? Relativ einfach, weil man versucht, mit diesem Schema eine gewisse Superkompensation auch von den Glykogenspeichern zu erzielen, also dass du quasi noch mehr reinladen kannst, als dein Körper normalerweise an Carbs einspeichern würde und du dadurch noch ein bisschen mehr Volumen rausholst. Das macht natürlich wiederum nur dann Sinn, wenn du auch ordentlich reinlädst. Ne? Also wer sich da absolut in die Hosen scheißt, der bräuchte eigentlich auch nicht entladen, wenn er nicht richtig voll lädt. Ich will aber immer das Maximale aus meinem Look rausholen. Und ich denke mal, das habe ich letztes Mal ganz gut geschafft. Ähnlich werden wir das nachbauen für die USA. Und dementsprechend
wird auch wieder entladen. Und da ich mit diesem Setup ganz gut fahre und auch in der Vergangenheit schon ganz gut gefahren bin, mache ich halt auch genau wieder das. Ne? Das ist das, was ich kann. Das ist das, was ich bei anderen anwenden kann. Wie wir jetzt schon häufiger gezeigt haben im Team Teutsch Coaching und wie ich jetzt auch gezeigt habe für mich, dass es funktioniert. Ich habe keine großen Gefahren, dass die Form irgendwie, dass ich plötzlich überladen bin. Überladen ist halt meistens eine Geschichte von Wasser und Salz, weniger von Carbs. Ne? Die wenigsten überladen mit den Carbs per se. Verdauung kommt vielleicht auch noch mit rein und Stress, aber die denn, was denn, ne, wie er auf die Verdauung schlägt etc. und Wasser zieht, Cortisol etc. Aber das sind meistens nicht die Carbs. Viele spielen ja auch mal im Wasser rum und versuchen immer den noch groß zu entwässern. Sag mal, wenn du vorher trocken bist und keine Scheiße anstellst, dann bist du auch beim Wettkampf trocken und dann ziehst du kein Wasser oder hältst du auch vorher kein abartiges Wasser, vielleicht ein bisschen in den Beinen, weil du so viel gelaufen bist und sonst was, so viele Schritte kloppen musstest, aber dann die Schritte nimmst du ja vorher eh runter und dementsprechend zumindest auf naturaler Basis hältst du da nicht so krasses Wasser, dass du da sagen kannst, okay, irgendwie so ein 4-5 Kilo Entwässernzeug ist irgendwie notwendig. Nein, du bist halt einfach dann trocken. Ne? Ich bin auch der Meinung, der Refeed tut insofern immer ganz gut. Ich meine, du lädst deine Glykogenspeicher auf, ohne jetzt irgendwie groß Fett anzusammeln. Zumindest wenn du es nicht komplett verkehrt anstellst, weil du ja eh relativ leer bist. Und die Tage davor und die Tage danach hast halt deine Kraft, bist ordentlich im Defizit, kannst also noch ein bisschen Fett verbrennen, vielleicht deine Form noch ein bisschen verbessern und füllst dennoch deinen Speicher auf. Während du, wenn du so, ja, so auf Semi-Defizit gehst, ja, so ein bisschen die Gefahr hast, dass es dir nicht viel besser geht, weil ich sag mal, bei dem Körperfettanteil, ob du nun 2,3 frisst oder 1,8, es geht dir wahrscheinlich bei beiden Geschichten einfach nicht gut. So, das ist halt einfach so. Und dann hast du da auch nicht viel gewonnen. Ne? So, dann hast du so ein Semi-Defizit, bist semi-geladen, hast semi-mentalen Push. Dann mache ich lieber den Refeed und gehe die anderen Tage tief und gehe dann lieber meine Hardcore-Geschichte an den Diät-Tagen. Da komme ich einfach besser mit klar. Das ist eher meine Attitüde, hart reinzugehen, alles zu geben, alles rauszuholen, alles rauszukloppen und dann mich quasi mit so einem Refeed zu belohnen, ohne dass es jetzt eine Gönnung ist, die irgendwie ein Sheet-Format hätte, sondern sinnig sogar ist, ne? Die eigentlich nur Vorteile hat. Dementsprechend im Optimalfall habe ich halt meine Masse in den USA und bin noch einen kleinen, minimalen Ticken schärfer, aber ich bin soweit absolut zufrieden. Man muss natürlich auch sagen, ich darf mich natürlich nicht drahtig hungern. Ne? Das ist der Worst Case, also Masseerhalt steht ganz, ganz oben, so sich zu so einem Skinny Lachs runterzuhungern, nur um noch ein, zwei mehr Shreds rauszuholen, ist dann auch besonders auf internationaler Basis absolut unsinnig. Das Gewicht lag heute übrigens bei 86,4 Kilo, zwei Tage nach dem Wettkampf. Man muss dazu sagen, vor der Peak Week lag ich bei 86,2. Also wir haben schon fast unseren, ja, Reset-Punkt wieder erreicht. Ähnlich lag ich vor dem Refeed, der vor der entsprechenden Peak Week lag. Zielsetzung ist es dementsprechend,
irgendwo in der Richtung vor dem Refit zu liegen und dann das Ganze wieder nach unten zu schaufeln, in den Entladetagen dann entsprechend. Und ja, da geht meistens noch so ein Ticken Schärfe, der dazu kommt, zumindest im Regelfall. Wir sind natürlich jetzt schon sehr, sehr weit unten. Mal gucken, wie sich das Ganze noch entwickelt. Wie gesagt, die Geschichte Refeed, vorher Low Days, danach Low Days, ist eine Geschichte, die für mich mental wie auch physiologisch am besten funktioniert. Das muss nicht bei jedem optimal oder bestmöglich funktionieren. Ich könnte auch zum Beispiel einen Refeed-Tag mehr machen. Ich könnte ja auch 48 Stunden machen. Dann dürfte ich den Refeed-Tag aber nicht ganz so asozial gestalten, wie ich es vorhabe. Und da nutze ich lieber den einen Tag vollends aus. Und respektive der Tatsache, dass wir jetzt auch nicht mehr, na, schalte scharf, irgendwie muckt da gerade so ein bisschen, dass wir jetzt nicht mehr so riesig viel Zeit haben, ist das meines Erachtens auch die sinnigere Geschichte, um vielleicht einen Ticken bessere Form zu kriegen und nochmal maximales anaboles Signal zu setzen, um dann ja, in LA bestmöglich an den Start zu gehen. Ja, nachdem ich um kurz vor 10 aus dem Haus gegangen bin, ist es dann doch ein ziemlich langer Tag geworden. Also ich war zwischendurch nur mal kurz hier, um ein bisschen Wäsche zu waschen und ein paar Sachen auszuräumen von der Bukarest-Reise noch und so ein bisschen das Video zu teilen etc. Und wir haben es jetzt 21.32 Uhr, also ich war bis eben unterwegs, sitze jetzt das erste Mal endlich und wir haben, lass mich lügen, ich hoffe man kann es gleich sehen, knapp 21.500 Schritte. Also ordentlich was zusammengekommen. Ich bin mittlerweile auch schon wieder gut im Arsch. Also die Diäterscheinungen sind auf jeden Fall schon wieder deftigst da. Aber so soll es auch sein, denn knallt es wenigstens ordentlich rein. Morgen gehe ich dann nochmal ein Stück tiefer, habe ich mich entschieden. Von den Carbs sehr, sehr niedrig und dementsprechend von den Kilokalorien niedriger, weil der Refeed dann am Mittwoch folgt. Und ich möchte relativ zeitig am Mittwoch mit dem Refeed starten, nicht erst wieder um 14, 15 Uhr, damit ich wirklich den kompletten Tag habe, ein bisschen mehr Fett auch implementieren kann, wenn sich das über den Tag verteilt, dann ist das durchaus machbar, wenn sich das natürlich nur auf kurzen Zeitraum konzentriert, indem man sich die Kilokalorien reinschiebt, dann ist das natürlich kontraproduktiv und über den größeren Zeitraum kann ich natürlich auch dann mehr Kilokalorien absorbieren, effizient, ne? Weil wichtig ist natürlich, dass ihr das Ganze immer verdauen könnt und euch nicht gnadenlos überfresst, weil wenn ihr den Punkt, egal jetzt, ob ihr einen Cheat Day macht oder einen Refeed oder in welcher Form beim Laden, in welcher Ausprägung ihr das auch immer macht, ihr müsst immer darauf achten, dass ihr verdauungstechnisch hinterherkommt, weil ansonsten scheißt das wieder in die Form rein, beziehungsweise in den Effekt des Refeeds, genauso wenn ihr zu komprimiert auf einmal zu viel Fett mit reinnehmt, dann kann das auch kontraproduktiv sein und ihr habt eigentlich nicht den Effekt, den ihr erzielen wollt. Ansonsten ist so ein durchdachter Refeed, auch wenn ihr ihn sehr ausladend und asozial macht, durchaus fast nur mit Vorteilen behaftet, wenn ihr nach vorne und nach hinten dann entsprechend auch handelt. In meinem Fall jetzt, dass ich von den Kilokalorien vorher nochmal runtergehe, weil die 24 Stunden sind natürlich nicht getrennt. Es ist natürlich relevant, was ich auch vorher esse und was ich danach esse. Und das ist so ein bisschen der Schlachtplan dabei, damit ich möglichst ausladend und befriedigend diesen Refeed gestalten kann und quasi so viel essen kann, wie ich möchte. Natürlich mit Blick auf das Fett, ne? Also dass das nicht zu einem gewissen Zeitpunkt und nicht overall zu ausladen wird. Aber je länger der Zeitraum, desto mehr kann man da halt implementieren. Deswegen 48 Stunden Refeeds sind halt auch durchaus sinnig. Und da kann man dann auch noch ein bisschen mehr einbauen. Aber die Zeit, die habe ich jetzt auch nicht, ne? Ja,
Ich weiß, dass manchmal immer ein bisschen viel Gelaber mit dabei ist, aber ich möchte euch halt auch immer so ein bisschen Mehrwert liefern bei den ganzen Videos, damit ihr auch was mitnehmt und was lernt und für euch selbst vielleicht auch in gewissem Maße Anwendung findet und ein paar Tipps und Tricks mitnehmt und nicht das Ganze einfach nur stupide inhaliert. Beim Refeed wird das vielleicht noch mal ein bisschen stupider, weil ich da jetzt nicht mehr zu viel zusätzlich erklären möchte, weil ich beim Entladen schon ziemlich viel erklärt habe, was eine ähnliche Geschichte ist. Bloß hier haben wir halt eine andere Nahrungsmittelauswahl. Ne? Yes, yes. Und da sollt ihr eher so ein bisschen die Mahlzeiten und das, ja, Essen genießen. Ich schaue mir gerne auch Essensvideos an. Ich schaue mir auch gerade die ganze Zeit immer wieder Essensvideos an vom Bike, von ja, wie halt andere Bodybuilder ihr ja ihre Diät, ihren Bike durchziehen, mit welchen Nahrungsmitteln. Das ist immer ganz interessant in meinen Augen und ich schaue das gerne und ich weiß, dass viele andere gerne schauen und ich bin da immer voll dabei, auch wenn es irgendwie vielleicht manchmal ein bisschen komisch ist, dass man anderen Leuten beim Essen zuschaut. Ja, meine Freunde, das soll es auch für dieses Video gewesen sein. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt doch gerne einen Daumen nach oben. Kommentiert, wenn ihr was zu kommentieren habt, Einfälle habt, zum Beispiel weiteren Content, Voice-over-Rückentraining, weil ich da zum Beispiel deutliche Verbesserungen gemacht habe. Wäre so eine Idee, die mir noch vorschwebt, wurde ja auch immer mal wieder gewünscht. Ne? Ansonsten den YouTube-Hashtag, ich finde gut, Algorithmus-Kommentar und denkt daran mit Code Patrick. Unterstützt sie das ganze Unterfangen hier, unterstützt sie die Reisen, die Anmeldekosten und alles drum und dran. Und dementsprechend bin ich euch sehr dankbar, wenn ihr über Code Patrick bei PowerStar Food bestellt. Und sonst, meine Freunde, wir sehen uns im nächsten Video.